Heute machen wir einen cremigen Feta-Dip mit Gurke und Tomate. Der ist ganz schnell und einfach gemacht. Ich zeige dir jetzt, wie es geht. Alle Zutaten für den Whip-Feta in einen Mixer geben und 1 bis 2 Minuten mixen, bis alles schön cremig ist. Dann die Tomaten und Gurken in mundgerechte Stücke schneiden und ein leichtes, schnelles Dressing zubereiten aus Essig, paar Gewürzen, Olivenöl und Zitronensaft. Jetzt kann schon der cremige Dip auf eine Platte oder einen Teller gestrichen werden. Dann den einfachen Salat drauf verteilen und dann kann auch schon losgedippt werden. Lass es dir gut schmecken.